Der 6. Januar, Epiphanias. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Von Gott, Geliebte, wir hören Gottes Wort durch den Propheten Jesaja im 60. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker, die werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, sie kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und du wirst vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und wird weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Ephah. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute, am Epiphanias-Tag nach dem evangelischen Kirchenkalender, dem Fest der Erscheinung Gottes vor den Menschen, da feiern die Ostkirchen ihr Weihnachtsfest. Das liegt an einem verschobenen Kalender miteinander. Römisch-katholische Sternsingergruppen erfreuen die Menschen auch heute, und zwar als heilige drei Könige gekleidet, mit dem Segen an den Haustüren. In diesem Jahr laut Sternsinger Homepage kreativ kontaktlos wegen der Pandemie. Das Lichterfest Weihnachten und der leuchtende Stern. Ja, Licht, das können wir wirklich brauchen. Es ist zwar noch besonders dunkel in dieser Jahreszeit, aber irgendwie stimmt es dieses Jahr noch mehr als sonst. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Sichtbar bzw. unsichtbar war es in Deutschland auch durch den Ausfall der üblichen Silvesterknallerei. Licht machen mit Raketen aus lebensgefährlichen Kinderarbeitsfabriken in den ärmsten Ländern der Erde, das war diesmal abgesagt bei uns. Vielleicht ganz gut, dass es abgesagt war, damit wir uns besinnen. Können wir denn wirklich Licht machen? Können wir etwa herbeizwingen, das Licht unseres Körpers etwa gesund zu sein und das Licht der Seele fröhlich zu sein? Können wir Licht unserer Zukunft, können wir unsere Kinder zwingen, unseren Vorstellungen entsprechend sich zu entwickeln und können wir das Licht unserer Augen, können wir die von uns an Weihnachten Beschenkten zwingen, uns arg dankbar zu sein? Nein, das können wir nicht. Ein paar Spuren können wir auslegen, nach dem Maß unserer Kraft. Aber alles andere, das muss von Gott kommen. Die Israeliten, an die Jesaja das Wort vom kommenden Licht aus der Höhe richtete, konnten auch nichts tun in ihrer verfahrenen Situation in den Zwangslagern in Babylon. Sie konnten nur warten. Sie konnten nur warten, dass Gott dieses Licht zu ihnen und dann ins heilige Land hinbringen würde.
In der Fülle wurde die Verheißung dann erst über 500 Jahre später durch Christi Geburt wahr. Jesus Christus, Licht der Völker, Licht Gottes für Israel und die Welt, Licht für unsere Herzen. So ist das Lichtmachen im Wesentlichen nicht ein großes Tun, sondern es ist ein Warten, ein sich einlassen auf den großen, lichtvollen Plan Gottes mit der Welt und mit dir ganz persönlich. Gut, wenn du dir auf diesem Weg auch das nötige Licht von deinen Mitmenschen schenken lässt, die Gott dir als Nächste und Engel sendet. Jesus Christus hat mit seinem Licht die Menschlichkeit so sehr angenommen, dass er uns in den Menschen begegnet. Sein Licht erfüllt und leuchtet durch unsere Mitmenschen hindurch. Noch sind wir alle auf dem Weg, gewissermaßen mit unserem Gold und unserem Weihrauch, wie damals erwartet wurde von den Königen von Saba, und tatsächlich auch etwas kam von diesen drei Weisen aus dem Morgenland, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Aber das Ziel hat der Herr uns auf diesem Weg, auf dem wir sind, schon vor Augen gestellt. Seine herrliche Nähe über diese Zeit hinaus, in die Ewigkeit hinein. Und aus diesem lichtvollen Ziel quillt durch den Heiligen Geist ein Strom des Trostes hinein, selbst in die dunkelste Zeit deines Lebens. Jesus, ich glaube dir, dass dies auch für mein Leben gilt, und ich bitte dich, dass es für alle gilt, die deine Botschaft hören. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Du wirst es sehen und du wirst vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.